Ein allerfreundlichstes Hallihallo, Hallöge. Türe auf, Türe zu. Nein. Ach, da waren wir. Da muss noch ein Dach drauf. Ja, das ist... Was? Wie, was, wie, wo? Ja, das ist eine kurze Aufnahme heute. Ist auch irgendwie alles ein bisschen ungewohnt. Bruchstein, 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 Steinziegel. So viel Bruchstein. Oh, der wird so viel Bruchstein. Ich weiß noch nicht so genau, was ich diese Aufnahme machen soll. Hab ich genug Bruchstein, um da noch was durchzubrennen? Gut, lassen wir es mal dabei. Ich hab's ja erwähnt, so mit der aktuellen Wohnungssituation alles nicht so einfach. Mein Urlaub ist jetzt rum. Richtig rum. Bis heute wieder arbeite, aber ich nehme jetzt nochmal ein Stündchen Zeit vorher. Schalt einstecken. Ja, nehme ich eine Tür. Ja, aber es ist irgendwie wohnungstechnisch alles noch nicht gänzlich geklärt und im Moment, Schmerzbretter. Verbringe ich mein Leben, hoppla, in einer Notlösung. Warum schmeißt er die Türen weg? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sehr hübsch das. Ja. Und jetzt habe ich hier gerade mal ein Momentchen Ruhe und deswegen... Ach ja, hier hatte ich ja noch einen Gedanken. Oh, das wird aber kompliziert. Da kann ich mich aber heute mal drum kümmern und dann nochmal überlegen, was ich hier noch so mache. Muss ja auch irgendwie überall noch was hin. Und das Ding hat noch kein Dach. Der Angler. Ich laufe ein bisschen unkoordiniert durch die Gegend. Tod der Zombie. Weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich weiß, ich muss hier eine Aufnahme machen. Aber ich weiß gar nicht, was ich in der Aufnahme machen soll. Ich habe ein bisschen das Problem, dadurch, dass das hier alles momentan so ein bisschen Notlösung ist. Jetzt klingelt auch noch das Telefon und da muss ich leider rangehen. Das ist ja sehr albern. Kleinen Moment. Upsa, das war eine kurze Unterbrechung, bei der ich einfach irgendwelche komischen Sachen einblenden werde, vielleicht, toll, ich habe auf einen Anruf gewartet, der eventuell wichtig gewesen wäre. Das war er nicht. Es war irgendjemand, der unwichtige Dinge wollte. Sagen Sie mal, warum ist denn hier oben mein Schild abgefallen? Gerade mal dieses Zeug hier loswerden. Dass ich das nicht ständig wieder einsammle. Sind das viele? Nein, der da. Wer macht mir denn hier mein Schild kaputt? Einen Notausgang haben wir hier nicht. Nee, nee. Ach, Assassin's Creed. Ich mag ja Assassin's Creed, aber nein. Nein. Das ist hier eine offizielle U-Bahn. Dankeschön. So.
Ja, die wollten mir jetzt irgendwie irgendwelche Informationen über Strom- und Gaspreise geben. Das interessiert mich doch gerade mal nicht. Die Bohne, Leute. Das könnt ihr mal hawken. Ich renne hier immer noch unkoordiniert, sinnlos durch die Gegend. Was ich mir jetzt gerade frage, weil jetzt hier das Schild abgefallen war. Jetzt gerade mal schauen. Kann natürlich sein, dass da einfach... Ja, hier unten ist noch alles da, ne? Ja. Müssen wir auch hier bald mal was Neues einfallen lassen. Irgendwie ein blödes Skelett da unten stand und meinte, es müsste in meine Richtung schießen und dabei das Schild abschießen. Das kann natürlich sein. So, davon weiß ich immer noch nicht, was ich tun soll. Schon 5 Minuten sinnlos auf und abgelaufen und nichts geleistet. Ich könnte aber mal so ein bisschen hier... Jetzt erstmal so ein bisschen Scheiße wegräumen. Was macht der denn da oben? So. Eppa. Ich räume jetzt erstmal ein bisschen Blödsinn weg. Und dann überlege ich mir mal was ganz anderes. Kann ja auch mal machen. Ich habe hier bald keinen Stein mehr. Was? Ich sitze nicht so bequem vorm Rechner, wie das jetzt die letzten Monate immer war, wie ich das gewohnt bin. Denn aufgrund dieser Übergangslösung habe ich jetzt hier gerade hier mein Rechner auf einem Couchtisch stehen. Dieser Couchtisch steht an der Couch, auf der ich momentan schlafe. Ja, klingt alles sehr komisch, ist aber so. Und dieser Couchtisch ist halt gerade mal so knapp unter Kniehöhe. Was jetzt zum Zocken ein bisschen anstrengend ist. Ich glaube, ich kann noch so viel gucken, ich finde hier nichts mehr. Und... ja. Deswegen habe ich hier so ein Brett auf den Knien quasi. Und mit diesem Brett auf den Knien kann ich hier arbeiten. Jetzt muss ich niesen, verdammt. Es klappt heute alles irgendwie nicht so, wie es soll. Das ist ja fürchterlich hier. Erde. Ich kann nochmal niesen. Ich weiß, da kommt noch einer. Auch irgendwie momentan, ich habe ja, ich habe das schon mal erwähnte, Juni immer so ein bisschen so Heuschnupfenproblem. Das ist eigentlich immer recht dezent und erträglich und auch meistens dann mit Ende Juni auch wieder erledigt. Aber dieses Jahr will das einfach nicht aufhören. Anstrengend. Weiß ich, ob ich dieses ganze Zeug noch brauche oder nicht, oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, was ich hier tue. Ich erwähnte es bereits, ich weiß nicht, was ich tue. Machen wir mal weg. Rest lassen wir meinetwegen mal auf Tasche. Ich gehe jetzt einfach mal zu meinen Schafis rüber. So. Bald nichts mehr zu essen. Ich wollte auch irgendwie mal meinen Helm reparieren, aber der braucht noch ein bisschen. Ja. Also das wird heute nur so eine Aufnahme von so einer Stunde. Um so ein bisschen Zeit zu kompensieren. Na du Vollpfosten.
Und dann gucke ich mal, ob das jetzt die nächsten Tage irgendwie alles nochmal besser oder anders wird oder wie auch immer. Ich weiß es doch auch nicht. Was wollte ich denn hier? In der Werkzeugkiste wollte ich gucken, ob ich... Hab ich ihn natürlich nicht mehr, ne? Noch ein Mehl. Hey. Scheiße. Das sieht ja mal eine Pferderüstung sehr witzig aus. Warum habe ich denn jetzt... Ach so. Warum habe ich jetzt schon wieder toten Zombie einstecken? Weil ich vielleicht gerade einen Zombie getötet habe. Hier oben fehlt immer noch die Einrichtung. So, und ich muss wieder zurücklaufen, weil mir etwas Elementares fehlt. Für das, was ich vorhatte. 10 Minuten rum und nur verwirrt gewesen. Sind wir nochmal 10 Minuten verwirrt, haben wir schon einen Titel für die Folge, nämlich Verwirrung. Aber lass dich schon mal... Und die Verwirrung wird all die in der Verwirrung. Dann wende ich schon mal eine Folge mit Verwirrung. Naja. Schauen wir mal. So. Scherge. Schläfsche. Spontan entschieden zu schlafen. Ja, was noch so ein bisschen das Problem ist bei diesem Notbehelf hier auf diesem Couchtisch neben dem. Neben der Tastatur, die auf meinen Knien liegt, mit so einem kleinen Brettelchen nebendran. Mit, also das ist hier so ein... Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das ist so eine Spezialvorrichtung eigentlich für Notebooks. Womit man sich dann halt eben dieses Notebook hier auf die Knie stellen kann. Und da ist auch so nebendran so ein separates kleines Mauspad mit angebaut und so. Also da kann man schon mit arbeiten prinzipiell. Hier schubst mich mal nicht so, ja. Das komfortabelste ist das jetzt nicht. Also ich habe das jetzt die Tage schon mal ausgetestet. Age of Empire kann man so durchaus spielen. Minecraft geht jetzt auch noch ganz gut. Aber ich weiß nicht, wie das mit anderem ist. Gerade so Spiele, die ein bisschen hektischer werden. Also bei Depth zum Beispiel habe ich schon festgestellt, das haben wir auch mal kurz getestet, das ist ein bisschen schwierig. Da ist dieses Mauspad so winzig, da schlage ich hier. Ach, Grenzi! Mit der Maus dann immer an die Tastatur, weil mir der Platz fehlt. Und die Tastatur hängt jetzt bei diesem Brettelchen, das mir hier über den Knien steht. Schon, links steht links die Tastatur über. Das heißt, wenn ich jetzt zu fest mit dem kleinen Finger auf Shift drücke hier, gibt mir wahrscheinlich rechts die Tastatur nach oben. Geht aber noch. So, das ist ja wahnsinnig viel hier, 8 Rote. Schon mal ein Grundgerüst bauen und... Ach, Schweinis, geh doch mal weg hier. Ich komm hier nicht raus. Den Rest füllen wir dann danach aus. Auch egal. Ja. Also das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass ich momentan meinen Zweitbildschirm nicht habe. Einfach aus Platzmangel. Was heißt... Die Minecraft-Aufnahmen sind ein wenig... schwierig. Ja, normalerweise habe ich auf dem Zweitbildschirm immer mein Audacity laufen, wo ich dann sehe, wie so meine Zeit gerade ist. Und da ist dann auch... Machen wir das denn hier? Ist ja auch schick. Setze ich jetzt einfach mal hier an. Eine 5er Breite oder lieber auf eine 7er Breite? Eigentlich lieber eine 7er Breite. Der muss sowieso noch. So. Oh, das wird jetzt aber auch... Nochmal Erde holen. Jetzt verbrate ich mir hier zu viel von dem Stein.
So. Ja, auf dem zweiten Bildschirm habe ich halt immer das Audacity und da ist auch die Playliste und da ist vor allem immer ja, die Hogwarts-Karte. Und da ich jetzt momentan aus Platzmangel den zweiten Bildschirm nicht habe, ist jetzt momentan auch Hogwarts-Bau weiterhin verschoben. Kann sein, dass ich das jetzt demnächst erstmal für einen kurzen Moment nochmal ändert, aber halt auch wieder nur für so einen kurzen Moment halt eben. Ideale Dauerlösung leider noch nicht gefunden. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Oh. Ja, das ist ja... Ist ja schön lustig hier. Oh, der klatscht ja voll ins Meer. Das ist aber auch nicht falsch. Kann man auch machen. Blabla. Ich klatsch selber ins Meer. Geh halt da hoch. Das ist doof. Das macht keinen Sinn. Das macht sowieso alles keinen Sinn hier, aber das macht ja noch weniger Sinn. So, hier können wir noch mal ein paar draus machen. Dann machen wir das hier zu. Müssen wir jetzt nicht mit Stein auffüllen, das wäre eine ziemliche Verschwendung, gerade bei diesem Stein, da haben wir ja nicht viel. Sehen wir ja, was das kostet. So. Da oben steht die Hühnchen frech herum. Erde. Ach, Hühnchen. Muss da weg. Das geht so nicht. Jetzt hau mal ab, Huhn. Genau. Richtig so. So. Erde. Holz. Ich hab das ganze Holz weggepackt. Schlaues Kerlchen. Da habe ich wenigstens noch was. Klack. So. Kies habe ich wahrscheinlich auch weggepackt. Jawohl. Türen habe ich noch. Ach je, es ist noch tief.